So, und da bin ich auch schon wieder zurück. War ein ganz, ganz kurzer Schnitt. Jetzt bin ich mal gespannt. This videotape confirms his presence in the White House moments before the assassination. I'll be damned. If cloning isn't outlawed, we'll all be damned. Who actually killed him? That's the most delicious irony of all. He stumbled coming over the compound wall, severed his spinal cord on the rocks. The world's most nefarious assassin died. How'd you confirm his identity? His DNA includes signature sequences from the five men of the Ortmeier project. It's biologically impossible for anyone but the Ortmeier clone to have that DNA. You're giving me all this as an exclusive. Why me? We admire your objectivity, Rick. Thank you. Oh, God. Don't mention it. We need to get to the chaplain. 47's ashes are going to take pride of the place. War das etwa so ein Todserum, was ich hier bei dem Dings, Chaplain! Einsetzen musst du bei dem Agenten? Ach, verdammt. Dann geht's ja doch noch weiter. Ja, was? Hallo? Muss ich machen? Irgendwo! Oh, verdammt! Okay! Hätte ich gewusst, dass da eine Mine liegt, da wäre ich hinten niemals hingelaufen. Aber. Okay. Hey, ich darf sterben. Ich bin 47. Also nicht Jahre alt, aber. Ich war 47. Er ist tot. Okay, dann ist ja kein Problem. Starten wir nochmal neu. Ich hab eigentlich gedacht, es wäre Feierabend. Manu. Ups. So, kommen da noch welche? Scheiße. Da kommen wirklich noch welche. Habt ihr kein Zuhause, Leute? So. Gut, dann wollen wir mal, die MP7, die nehmen wir natürlich mit. Ach, es geht diese schöne Musik wieder los. Ich liebe diese Musik. Herrlich. Wie heißt sie nochmal? Ave Maria oder so? Herrlich. Also, dafür, also, für diese Musik alleine hat sich das Spielen schon gelohnt. Sei ich ganz ehrlich. Obwohl ich ja nicht so ein Fan von der Hitman-Reihe bin, aber egal. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was wir kriegen können. Haben wir hier unten noch was? Nö, nur viele Leichen. Das ist ja... Das ist ja Arbeitsam. Ich guck hier unten mal. Vielleicht finden wir noch was. Okay.
Ne, ich gehe lieber wieder zurück. Und werde den Ausgang da durch die Fenster nehmen, weil ich hatte davon einen Spalt gesehen, wo ich rauslaufen konnte. Beziehungsweise da sind ja die auch reingekommen. Was ich ja nicht so lustig finde. Hier geht's auch noch weiter. Cool. Ey, das nenne ich mal eine geile Kirche. Warum kann ich nicht laufen? Aber wenn ich natürlich die W-Taste loslasse, dann ist es ja natürlich ganz klar, dass ich nicht laufe. Ach. Kegel, Let's Player und Technik. So. Jetzt nehmen wir uns die MP7. Wie haben wir denn hier noch? Ach. Da hinten sind also noch welche. Moment. Laufe ich jetzt lang? Ja, das ist schon mal gar nicht so falsch. Ja, Treffen ist bei mir Glückssache, das ist ja, ne? Ist ja schon nichts Neues. Ach, jetzt kommt der Spasti hier hoch. Okay. Custom 911. Mit so einer geilen Waffe läufst du hier rum. Na gut, laufen, fahren. Was ein Spacko. Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. So. Und ich glaube, hier vorne haben wir jetzt auch noch welche. Alle tot. So. Und was kommt jetzt noch? Yes, Your Majesty. Almost all of our resources are online again. No, I'm afraid he's not, Your Majesty. We seem to have completely lost track of him. Welcome, Mr. Johnson. Welcome. May I take your briefcase? No, I'll keep it. I've heard interesting things about your establishment. I'd like to see what you have to offer. Preferably in the back. Of course, sir. Right this way. Das erinnert mich so ein bisschen an Mafia 2. Weiß zwar nicht warum, aber... Oh, keine Ahnung. Hab ich's? Hab ich's durch? Hab ich's durch? Hab ich's durch? Also sag doch bitte. Komm. Bitte. Zeig mir den Abspann. Bitte. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Also, meine lieben Freunde, ich bin echt froh, dass ich dieses Spiel jetzt durch habe. Es war ja wirklich mit einigen Rages verbunden, aber ich denke mal, ihr hattet da wirklich viel Spaß dran. So, ich werde mal eben hier auf Continue drücken, weil, ups, weil dieses Gesinge von der Ollen kann ich jetzt gar nicht ab. Ja, damit sind wir jetzt wieder im Hauptmenü gelandet. Wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass ich dieses Spiel jetzt durchziehen konnte. Schade, dass Dark Garo diesmal nicht als Gastkommentator dabei war.
Aber ich denke mal, da wird sich noch irgendein anderes Spiel finden lassen, wo er, der mich dazu getriezt hat, dieses Spiel zu let's playen, der wird garantiert in einem anderen Projekt nochmal als Gastkommentator dabei sein, beziehungsweise ich habe mit ihm ja auch noch andere Projekte geplant. Also, wie gesagt, da wird einiges noch folgen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Projekte. Ich habe dieses Spiel nicht geliebt, aber ich bin froh, dass ich es jetzt beendet habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Projekt verbleibe ich dann nur mit Tschö mit Ö.